So Freunde, euer Simon hier, es ist Montag, es ist selbstverständlich Gym Time, wir sind hier im Uni Gym und es gibt wie versprochen ein komplettes Workout und zwar so mein Lieblings-Push-Workout, Push-Waden-Workout für die Definition, für den, für die Diät. Das heißt nicht, ganz wichtig, das heißt nicht, dass dieses Workout nur für die Diät ist, aber wenn ich das Ganze im Aufbau mache, trainiere ich etwas intensiver. Das heißt, ich baue Intensitätsmethoden ein, das kennt ihr alles, ich trainiere sehr, sehr intensiv und dann verändere ich die Frequenz ein bisschen. Hier ist es so, dass ich tatsächlich, und wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr das genauso machen. Ich trainiere das Push, also Schultern, Brust, Trizeps und Waden. Und dann gibt es 2 Tage Pause und dann kommt es wieder. Das heißt, wir haben nur 2 Tage dazwischen Zeit. Die Frequenz ist recht hoch und dafür sollte die Intensität nicht ganz so hoch sein. Das heißt, der erste Tipp bereits, nicht zu sehr übers Muskelversagen hinausgehen. Tastet euch zwar recht intensiv ran, aber macht das Ganze nicht so wie im Aufbau. Sonst ist die Frequenz einfach zu hoch und sonst merkt ihr sehr schnell, dass ihr am Limit seid. Besonders bei einem Kaloriendefizit ist das Ganze sehr, sehr schnell einfach nicht mehr oder ist einfach kontraproduktiv. Das ist so der erste Tipp, ganz, ganz wichtig. So, wir kommen direkt mal zum Workout, damit ihr es mitmachen könnt. Also es ist perfekt für diese 4 Wochen Challenge, in der ich mich gerade befinde und ihr oder viele von euch auch. Aber wie gesagt, ihr könnt es einfach perfekt nachtrainieren. Ich habe eben mein Training aufgeteilt in Push-Waden und Pull-Beine. Pull-Beine kommt nächstes Mal, Push-Waden heute. Warum? Das habe ich auch schon in vielen Videos erklärt. Wie gesagt, nehmt euch ein Stift Papier und schreibt es einfach mit. Ich wärme mich immer auf. 3 bis 5 Minuten, mehr nicht. Wirklich ein bisschen den Kreislauf ein bisschen hochbringen, den Puls ein bisschen auf Touren bringen, die Körpertemperatur ein bisschen anheben. Ihr kennt das Ganze. 3 bis 5 Minuten, auch bei der Hitze ein bisschen aufwärmen. So, und dann geht's los. Ich switche mein Push-Programm, das werde ich euch aber auch zeigen. Ich fange mal mit Schultern an und das nächste Mal mit Brust. Und dann ändern sich auch ein bisschen die Übungen. Heute fangen wir mit Schultern an. Ihr könnt es aber genau so beibehalten. Das ist so eins meiner Lieblings-Workouts. Wenn ich mit Schultern anfange, fange ich meistens mit einer angenehmen, ich sage es jetzt einfach, angenehmen Drückübung. Ihr könnt eine super Maschine nehmen, ihr könnt eine Military Press nehmen. Heute nehme ich mal einfach das einarmige Schulterdrücken im Stehen. Warum? Es hat einen großen Vorteil. Ihr habt sehr schön den Bauchmuskel mit drin. Besonders die seitlichen Bauchmuskeln habt ihr sehr, sehr schön zur Stabilisierung mit. Ich fühle sie aber auch sehr, sehr gut. Nehmt aber eine Bewegung wirklich, wo ihr nach oben drückt und die ihr gut fühlt und nehmt ein Gewicht, gut warm machen. Das ist ganz, ganz wichtig, besonders bei der Schulter, aber das kennt ihr alles. Und dann machen wir 3 Arbeitssätze, wo wir ein Gewicht nehmen, wo wir so circa 6 bis 8 Wiederholungen schaffen. Schwer sein und versucht die wirklich schön zu beschleunigen. Die erste Übung soll immer eine schwere Übung sein, eine schöne, schwere Übung mit 6 bis 8 Wiederholungen. Die zweite wird dann etwas leichter, etwas isolierter, kommen wir aber gleich zu. Wie gesagt, schön die Bauchmuskeln anspannen, schön fühlen, versucht die schön zu kontrollieren. Und wie gesagt, schön sauber. Es muss Spaß machen. Ich nehme immer gerne als erste Übung eine Übung, die mir Spaß macht, wo ich viel Power reinsetzen kann. Und das ist eben eine sehr, sehr gute Übung. Aber wie gesagt, Military Press geht auch oder eine schöne Maschine geht auch, wo ihr viel Power anwenden könnt. Und davon machen wir 3 Sätze, 6 bis 8 Wiederholungen. Pausen sind bei der ersten Übung etwas länger als bei der zweiten. Das heißt, bei der ersten etwas schwereren Übung mache ich so 1,5 bis 2 Minuten Pause. Bei der zweiten leichteren Übung 1/2 Minute bis 1 Minute. Das reicht mir, weil wir da eben, und da mache ich bei den Schultern Seitheben im Sitzen. Das ist meine absolute Lieblingsübung für die seitlichen Deltas, für den seitlichen Schulterkopf sozusagen. Und im Sitzen sauber, nehmt ein Gewicht, mit dem ihr 12 bis 15 Wiederholungen schafft. Und dann machen wir 3 Arbeitssätze mit einer recht kurzen Pause. Also nehmt dann nicht zu viel Gewicht und versucht sie gut zu fühlen. Richtig, richtig schön. Ich nehme mal als zweite Übung eine etwas isoliertere Übung, aber die ich einfach mag, die ich gut fühle, wo mir auch der Teil des Muskels sehr wichtig ist. Und da ist Seitheben einfach im Sitzen so mein Favorit. Ihr könnt es aber auch im Stehen machen. Nehmt wirklich eine, die ihr sehr gerne macht. Nehmt aber nicht Frontheben. Das macht keinen Sinn, wenn ihr schon eine Drückübung hattet. Nehmt auf jeden Fall eine Seithebe-Variante. So, dann gehen wir über zur Brust.
bei der Brust sehr ähnlich. Fangt mit einer Drückübung an, fangt aber am besten wirklich mit einer Schrägbank an. Entweder Schrägbank mit Kurzhanteln oder wirklich Schrägbank an der Langhantel, so wie ich das gerade mache, oder eine schräge Maschine geht auch. Ich mache heute mal eine schräge Maschine, eine Langhantel. Ihr seht, ich bin völlig im Arsch. Eine Schrägbank mit der Langhantel. Und wie gesagt, da nehmen wir auch so viel Gewicht. Auch da mache ich jede Muskelgruppe gut warm machen. Und dann gibt es auch da drei Arbeitssätze mit einem Gewicht, wo ihr so 6 bis 8 schöne, saubere Wiederholungen schafft. Geht nicht übers Muskelversagen hinaus. So der letzte soll wirklich schwer sein, aber macht da nicht zu viel des Guten. Und wie gesagt, 3 Arbeitssätze, 6 bis 8 sauber, volle Range of Motion, ganz tief runter. Guckt euch die Videos an. Ich habe alle Übungen eigentlich schon in Videos erklärt. Deswegen für die Übungsausführung guckt euch wirklich andere Videos an. Hier geht es wirklich um die Zusammenstellung der Übungen. Also 3 Sätze, 6 bis 8 Wiederholungen, vorher schön warm machen. Und als zweite nehmt ihr wieder, wie bei den Schultern, eine Übung, die ihr sehr schön fühlt. Etwas isoliertere Übung. Ich liebe zum Beispiel das Kabel, ja, die Cable Cross sozusagen, die ich schön fühle. Ich mache die gar nicht ganz offen. Ihr kennt da auch die Übung. Ich versuche sie sehr, sehr schön zu fühlen im oberen Teil der Brust. Quetsche die Brust aus, mache da auch 12 bis 15 Wiederholungen mit kurzen Pausen und davon auch 3 Sätze. 3 Sätze und wie gesagt, kurze Pausen, schön fühlen, schön auspressen mit recht wenig Gewicht, sodass aber schon bei 12 bis 15 wirklich der Muskel sehr, 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 sehr brennt und eigentlich nicht mehr kann. Also ihr solltet nie aufhören, wenn ihr noch 1, 2 Wiederholungen machen könntet. Also so leicht sollte es dann auch nicht sein. Soll schon recht intensiv sein. So, wenn ihr damit fertig seid, kommt der Trizeps. Für den Trizeps, ihr habt recht viel gedrückt, da reicht eine Übung völlig aus. Und ich würde euch da wirklich eine empfehlen, bei der ihr auch den langen Kopf schön trefft, weil den habt ihr bei den Drückübungen nicht so gut drin. Deswegen irgendwas über Kopf. Ihr kennt da meine ganzen Videos, eine meiner Lieblingsübungen am Seilzug, am Kabelzug mit dem Seil und eben beide Funktionen des Trizeps mit reinnehmen oder beide Bewegungen. Einmal das Strecken des Arms und einmal die Drehung über die Schulter, die habe ich da perfekt drin und fühlt eben sehr schön den langen Trizepskopf. Und da mache ich 3 Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen und das nur eine Übung reicht völlig aus für den Trizeps, weil wir den in den Drückübungen vorher schon absolut ausreichend trainiert haben. Ich mache ihn trotzdem ganz gerne nochmal so mit einer Übung. Pausen können auch recht kurz sein, 1/2 Minute bis 1 Minute reicht völlig aus und quetscht den richtig schön aus und dann ist der Trizeps auch schon völlig platt. Und dann, wie gesagt, ich mache die Waden wirklich beim Push-Workout. Warum, habe ich auch schon öfter erklärt, wenn ich die Waden beim Beinworkout mache und vorher wirklich gut die Oberschenkel trainiert habe, kann ich die Waden nicht mehr gut trainieren. Ich kann die Beine im stehenden Wadenheben nicht mehr gerade halten und im Sitzenden tut es so weh, wenn ich mir das Polster aufs Bein schiebe, dass ich es einfach nicht gut trainieren kann. Sie sind mir sehr wichtig. Deswegen mache ich 2 Übungen, a 2 Sätze. Ihr könnt aber auch eine Übung machen, aber macht die Waden. Ich mache eine stehende, eine stehende oder mit gestreckten Beinen eine Übung. Das heißt, ihr könnt die auch auf der Beinpresse machen, aber es sollte schon, die Beine sollten gestreckt sein. Ich mache 2 Sätze und die mache ich recht schwer. Ihr wisst es auch aus den Top 3 Videos und aus den Wadentrainingsvideos, warum ich die recht schwer mache. Wir treffen dann besser den Gastrocnemius und wie gesagt, der ist mir sehr wichtig. Deswegen 2 schwere Sätze, recht schwere, mit 6 bis 8 Wiederholungen versuche ich da schöne, volle Range of Motion zu treffen und den, ja, die Wade richtig, richtig schön zu treffen. Und dann mache ich direkt 2 Sätze sitzend mit geknicktem Bein, wo die etwas stärker auf den Soleus gehen, mit ein paar mehr Wiederholungen, mit 20 Wiederholungen etwa, brenn den schön aus, mach davon 2 Sätze und mach das Ganze mit ein bisschen weniger Gewicht, lass das Ganze schön brennen. Wie gesagt, wenn euch Waden nicht so wichtig sind, wenn ihr schon Riesenwaden habt, dann reicht da wirklich eine Übung, 2 bis 3 Sätze völlig aus. Wenn ich damit fertig bin, mache ich noch 3 Sätze für den geraden Bauchmuskel. Denkt dran, für den geraden Bauchmuskel. Nicht irgendwelche Beinheben, irgendwelche Maschinen, irgendwelche Sachen, die auf den Hüftbeuger gehen, sondern wirklich versuche ich mich einfach auf eine gerade Bank zu legen und schön den geraden Bauchmuskel zu kontrahieren. Das heißt, schön überstrecken, schön crunchen, schön zusammencrunchen, um den einfach auch mit drin zu haben. Nicht um den jetzt irgendwie groß aufzubauen, sondern ich mag das einfach, wenn ich da ein bisschen Pump habe in der Diät, wenn er ein bisschen voller ist, dann habe ich immer das Gefühl, dass
ja, dass der Sixpack besser kommt. Ihr wisst, ihr könnt da nichts mehr aufbauen, aber wir wollen ihn auch halten. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, besonders den geraden Bauchmuskel zu treffen, weil ihr auch schon die seitlichen Teile des der Bauchmuskulatur auch schon bei zusammengesetzten Übungen habt. Werdet ihr auch sehen, wenn wir im Pull das Ganze machen. Ich versuche immer Übungen reinzunehmen, die schon bei Ganzkörperübungen auch schon den Bauch ein bisschen mittrainieren. Deswegen reichen da 3 Sätze völlig aus. 3 Sätze für den Bauch, macht da bloß nicht zu viel. 12 bis 15 Wiederholungen, kurze Pause, 3 Sätze, schön den Bauch einfach fühlen, schön squeezen, die volle Range of Motion mit reinnehmen, ein bisschen auch für die Beweglichkeit sorgen. Ich dehne mich da auch so ein bisschen immer bei, habe da ein gutes Gefühl bei. Und das war das Workout. Das war das ganze Workout. Mehr solltet ihr nicht machen. Das ist schon recht viel. Ihr seid aber, wenn ihr die Pausen ganz gut einhaltet, seid ihr in einer Stunde gut durch. Das ist eine gute Zeit. Viel mehr solltet ihr nicht im Gym trainieren oder verbringen in der Diät. Cardio müsst ihr jetzt in der Anfangszeit nicht machen. Und es macht riesen Spaß. Das ist so mein Lieblingsworkout, wie gesagt. Ja, so in der Definition. Es gibt viele, viele andere, die ganz toll sind. Aber das, wie gesagt, wenn ihr es nachmacht, ich habe auch viele Erfahrungen mit anderen gemacht, die mögen das auch sehr gerne. Es passt einfach auch schön von der Frequenz, von der Wiederholungszahl, von den Übungen. Deswegen macht es nach, besonders jetzt, wenn ihr in diesen 4 Wochen seid, wo wir einfach in Topform kommen wollen, wo wir sehen wollen, wer so mit dem Training, mit der Ernährung so am weitesten kommt, wer den Preis gewinnt. Ich bin gespannt. Ich freue mich riesig, dass ihr mitmacht. Ich bin auch richtig motiviert. Ihr seht, ich bin klatsch, nass. Ich trainiere das tatsächlich, mache das tatsächlich mit. Und auch wenn es nicht so aussieht, guckt euch mal das Freitagsvideo an. Ich habe es wirklich nötig für mich, finde ich. Und deswegen lasst uns zusammen motivieren, lasst uns zusammen trainieren, egal wie warm es ist. Und ja, nochmal, der Sommer ist noch nicht vorbei, deswegen wollen wir noch schnell irgendwie in Form kommen, meine Freunde. Und deswegen abonniert den Channel, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei, verfolgt das Ganze, macht mit, wenn ihr Spaß habt. Und die besten Supplements, Body Happy Nutrition. Bis dahin, euer Simon.